Hallo Leute, willkommen bei Niche, einem Genetic Survival Game. Dies ist Teil 18. So, ich habe mir die jetzt alle mal durchgeguckt und eine Liste gemacht. Und wir haben 13 Nischlinge, die jugendlich oder gerade erwachsen sind. Und 15 Plätze haben wir hier. Und ich habe 3 schwangere Frauen, also Weibchen. Nussi, die ist so mittelalt, die hat noch 9 Tage zu leben. Da könnte man es überlegen, ob man die schwanger mitnimmt. Und dann haben wir Hase, die hat sogar noch 13 Tage zu leben. Da würde es durchaus Sinn machen, die schwanger mitzunehmen. Und dann haben wir hier Anna, da hatte ich ja überlegt, ob die hier ein Kind kriegt und das Kind dann mitkommt. Aber für die 3 ist nicht genug Platz. Also mit 3 meine ich bei Anna nur das Baby. In den anderen beiden Fällen, die würde ich schwanger mitnehmen. Das wäre dann sozusagen jeweils ein Nischling mehr, weil Schwangere zählen wie einer. Da würde man dann was gewinnen. Ich lasse die jetzt dann alle mal hier gen Halbinsel ziehen und die zuerst da sind, hier freiräumen, damit das schneller geht. Und dann schauen wir auch ein bisschen, wie schnell die hinkommen, ob einer ein totaler Hinterherkleckerer ist. Und die ganzen, die schon richtig erwachsen sind, die bleiben einfach alle hier. Die sind zum Teil noch nicht so alt, also zum Beispiel Hase und Rehlein und Sigrid. Die sind so alt wie Hase, aber nicht schwanger. Und daher, wenn, dann kommt Hase mit und die anderen bleiben hier. Aber die können ja mit den übrig gebliebenen Männern noch mehr Kinder kriegen, können hier sich noch ein gemütliches Leben machen. Auf der neuen Insel wird es auf jeden Fall schwieriger. So. Wunderbar, ein neuer Tag. Und jetzt gucken wir mal, in welcher Reihenfolge ich das alles mache. Vielleicht lasse ich hier mal den Herrn Papa freiräumen. So. Damit die anderen da durchkommen. Ja, die sind doch schön schnell, die Kinder. Das ist gut. Sehr gut. Wow, Meme ist besonders flott. Und die Mama, ja, die soll einfach mit denen mitgehen. Wow! Ja, schicke ich die voraus? Ja, die Kinder sind jetzt nicht mehr so klein, dass die ständige Betreuung brauchen. Okay. So. Gut, also die haben wir jetzt schon mal versorgt. Du, Nudukir, der kommt auch mit. Ah, und wir haben auch einen Männerüberschuss. Wir haben also eher zu wenig Weibchen. Lass ich den nochmal Beeren sammeln? Oder schicke ich den schon mal voraus zum Abräumen? Wie gut kann der Bären sammeln? Mit 2, das ist jetzt nicht so übermäßig gut. Dann schicke ich den schon mal voraus. So. Okay. Wir merken jetzt schon, wir kommen jetzt auf dem Weg zu dem Absprungort kaum noch zum Nahrung sammeln. Wie gut, dass wir solche üppigen Vorräte haben. Aber die, die zurückbleiben, die lasse ich natürlich schon noch Nahrung sammeln. So. Ja, die schwangere Nussi hat gemacht. Hier, Nuku gehört zu den jungen Auswanderern, ja. Der könnte hier mal freiräumen. So. Okay. Und Merame bleibt auf jeden Fall hier. Gut, kannst du gut Beeren sammeln? Ja, dann geh doch mal irgendwo hin, wo du richtig gut Beeren sammeln kannst. So. Sehr gut. Und dann fürs nächste Mal gehst du dahin.
Okay, hier haben wir den kleinen Nuro, der natürlich auch mitkommt. Der kann hier dann schon mal anfangen mit abgrasen. Und der ist gar nicht mehr klein, der sieht nur so niedlich aus irgendwie. Der ist inzwischen schon groß. Und das ist Mesesi, die zwar eigentlich nur durchschnittliche Fähigkeiten hat, aber da es ein Weibchen ist und die hat, glaube ich, auch ja etwas andere Immungene als viele anderen und dadurch ist die besonders interessant für uns. So, Knacko. Knacko bleibt hier. Knacko hat redlich seine Familie vergrößert. So. Und am besten gehst du mal hier aus dem Durchzugsgebiet raus. So, dann haben wir Aronia. Ja, die hatte ich auch noch auf die Liste gesetzt, aber die Liste ist leider schon zu voll. Dann gehst du hier auch mal zu den Bären. Das ist immer das Schwierige und Duck Wanta kann auch nicht mit. Darum. Du könntest. Ja, was könntest du machen? Nee, zu der Kranken gehst du nicht. Die darf aber hier das Gestrüpp wegmachen. Du kannst mal hier zu deinen Älteren. Oh nein, das ist ja die Kranke. Also, wieder zurück. Ihn wollte ich zu den älteren Kollegen schicken. Na? Dahin, ja. Und ihr könnt hier noch mal fleißig sammeln, was auch immer. Beeren und Gestrüpp. So, und du auch. Hier Beeren sammeln. Und irgendwo quietschen auch Kaninchen. So. Du kannst hier auch noch mal Beeren sammeln. Uiuiui, der ist ja richtig üppig. Der Busch. Okay, hier haben wir jetzt die schwangere Hasel. Die Hasel ist hier auch noch schwanger. Uiuiui, die müssen wir aber auch unbedingt mitnehmen. Das wird hier richtig knapp. Die hat auch noch lange zu leben. Die habe ich jetzt auf der Liste vergessen. Also wir haben für 2 Plätze 4 schwangere Frauen. Ich denke mal, damit ist Aronia eigentlich aus dem Spiel. Anaana ist eigentlich aus dem Spiel. Weil die ist schon so alt. Bei den anderen, die sind noch so jung. Ach, jetzt hüpft sie hier in die falsche Richtung vor lauter Chaos. Dann geh mal hier hin. Bist du dem Ziel auch schon sehr nahe gekommen. Bei den anderen, die können selber noch mit und dann dort die Kinder kriegen und sind noch jung genug. Ja, hier haben wir auch noch den kleinen Duke. Der muss natürlich auch unbedingt mit. Gut. Es ist wirklich, fällt die Wahl schwer. Eine muss hier bleiben. Hasel. Nussi und Hase. Davon muss wahrscheinlich eine hier bleiben, außer ein anderer fällt aus. Da ist einer noch, der kann zwar super kämpfen. Ja, und du, meine liebe Anaana, die eigentlich sehr gut Beeren sammeln kann. Du gehst aber noch mal hierhin und ja. Machst hier noch ein bisschen Gestrüpp weg. So. Du kleiner Wanter, du musst mit. Na? Okay. Also, der ist relativ langsam. Und Rockierkier steht auch auf meiner Liste. Ja, der ist noch ein frischer Erwachsener. Ja, sozusagen der älteste von den
von den Teenies. Der ist halt gerade erwachsen geworden. So, jetzt haben wir hier Rehlein, die bleibt auf jeden Fall hier und die soll einfach mal hier das Fleisch einsammeln und das Kaninchen bekämpfen. Und kommt Sigrid zu dem Kaninchen? Nee. Aber die kann hier mal in die Nähe gehen und dann dahin hüpfen und jetzt liegt da schon sehr viel Fleisch zu ernten. So. Du, Rerasi, die ist relativ schnell. Die wird das noch schaffen, weil die so schnell ist, obwohl sie so jung ist. Und für Merais gilt das Gleiche. Da das Weibchen sind, haben die sowieso auch eine gewisse Priorität. Kirsche bleibt hier. Kirsche kann sich mal hier hinsetzen und Beeren sammeln. Und Early kommt auch mit, natürlich. Und dann soll eigentlich auch Ronu mitkommen. Aber Ronu ist so langsam. Der könnte eventuell, müssen wir einfach mal sehen. Ich schicke den mal in Richtung Auswandern. Aber vielleicht schafft er es nicht rechtzeitig und dann nehme ich doch die drei schwangeren Weibchen mit. Mal gucken. Ronu ist zwar sehr stark, aber sonst kann er nichts. Tja, hat eine verkrüppelte Pfote, ist nicht sehr fortpflanzungsfähig. Mit CI ist er genau wie der kleine Wanta von den Genen. Und mal gucken. Ja, der könnte sich schon mit 3, 4 Weibchen paaren. Aber der Wanta halt auch. Jetzt gucke ich nochmal. Wanta ist wie stark? Ja, der ist sehr ähnlich. Der hat auch eine verkrüppelte Pfote. Ist nicht so stark. Kann immer ein bisschen sammeln. Tja. Schwere Entscheidung. Ja, der ist auch irgendwie ein Berrien-Abkömmling, hat aber keine Berrien-Pfote geerbt. Ich denke mal, ich lasse den einfach mal laufen und dann schauen wir am Schluss, für wen wir uns entscheiden. So. Pranke ist klar, Pranke bleibt zu Hause. Hat ja auch schon einiges an Nachkommen gezeugt. Und du bleibst auch zu Hause. Ach ja, genau. Du bist ja derjenige, der mit größter Mühe und Not ein paar Büsche abzupfen kann. Okay, haben die jetzt alle gemacht? Ich glaube ja. Wir wollen ja keine Spielzüge verschenken. Ich glaube hier mit den schwangeren Weibchen, denke ich, ein schwangeres Weibchen ist uns fast wichtiger als ein stacheliger, relativ starker Mann, der langsam ist, weil jedes Weibchen... schwangere Weibchen zählt ja für 2 und wir haben zu wenig Weibchen. Also im Zweifelsfall lasse ich die 3 schwangeren Weibchen mitkommen. Gut, jetzt mache ich mal einen neuen Tag. Den werde ich wohl in dieser Folge nicht ganz fertig kriegen. So, ihr seid schon da, das ist gut. Hier könnt ihr noch die Reste absammeln. Und euch dann hier schon mal gemütlich einrichten. Nuro auch. So, ihr geht mal auf die hinteren Plätze. Nudukir hat es auch schon geschafft. Und ich denke mal, Hasel, die ist hier sowieso schon da. Die kommt mit und gut ist. Und Hase ist auch schon praktisch da. Ja, ich glaube, ich nehme die 3 schwangeren Weibchen mit. Weil das macht unterm Strich dann 6 Nischlinge. Und dann muss der langsame Stachelknabe zu Hause bleiben. So.
So. Und der Duke, der hatte Glück, dass er so in der Nähe geboren wurde. Darum ist er jetzt auch schon ziemlich dicht dran. Gut. Merame bleibt hier. Aronia auch, genau. Ich mache jetzt erstmal die Züge von denen, die mitkommen. Knacko bleibt hier, aber Rerasi kommt mit. Und Wanta auch. Gut. Na, das dauert noch ein paar Tage, bis wir die alle hier rüber geschafft haben. So. Wie gut, dass die Kleinen von da unten wenigstens schnell sind. So. Rotschopf, ja, du könntest... Mal gucken, es ist noch ein echter Bärhyänenabkömmling. Vielleicht ein paar Beeren beackern? Nö, wächst nix. Dann sammelst du noch Sträucher, damit deine Familie genügend Nistmaterial hat. Okay, ich muss mal gucken, wo noch alte Nester sind, die man noch kaputt machen kann, um das Nistmaterial mitzunehmen. So, Early muss noch machen. Wie gut, dass Early recht flott ist. Und Rehlein bleibt da, kann aber reichlich Fleisch einsammeln. Sehr gut. Und auch nochmal Beeren sammeln. Und Sigrid kann auf den Hasen hüpfen. Sehr gut. Ist schon schade, wie man so alles da lassen muss. So. Wo kannst du nochmal tätig werden, Kirsche? Hier und Gestrüpp einsammeln. Und du, Pranke, sammelst hier nochmal Beeren ab. Ja, beim nächsten Zug lassen wir dich vielleicht nochmal ein Kaninchen jagen. Und du gehst mal hier hin und sammelst da das Gras. Ja, und dann gehst du mal in die Richtung. Da ist auch noch Gras zum Absammeln. Okay. Kirsche hat noch einen Zug frei. Und geh mal hier hin. Dann kannst du da vielleicht beim nächsten Mal Beeren sammeln. Und du, Ronu, du darfst jetzt mal hier noch weiter in Richtung... Naja, kommt schon voran, weil der 3 Züge hat im Gegensatz zu den kleineren, die nur 2 Züge haben. Aber ich schätze mal, der muss daheim bleiben. Weil es einfach mehr Sinn macht, die Frauen mitzunehmen. Oder sollte ich Weibchen sagen... So, na, jetzt kriege ich die, die nicht mitkommen, doch wohl alle noch gemacht. Weil die hier ja auch einfache Tätigkeiten erledigen, nämlich Gras sammeln zum Beispiel. So, okay. Ich würde manchmal, wenn die so auswandern, gerne auch noch mal wieder auf der alten Insel spielen und so gucken, was aus denen geworden ist und was die so machen und so. Und das ist aber irgendwie gar nicht vorgesehen. Oh, schade, ist der Maulwurf abgehauen. Sonst hättest du den Maulwurf jagen können. Jetzt kannst du hier ein Kaninchen jagen. So... Kannst du auch irgendwas jagen? Nö, du könntest höchstens hier hinspringen und das ernten. Das ist gut. Okay, ich glaube, alle haben gemacht. Ja, die Insel bleibt noch ganz schön bevölkert, wenn wir da mal weg sind. Okay, gut.
Ich hoffe, dass wir es dann in der nächsten Folge schaffen, eine neue Insel zu besiedeln. Mal gucken, ob die Herrschaften hier alle rechtzeitig rankommen. Gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.